Gericke FM. Radiokonzert aus dem Campus Service Center der Otto von Guericke Universität Magdeburg. Jetzt live Hopfen und Styles. Kommt jetzt. Ja, shit, ja, Douglas, Alter. Das ist der Track. Ja. Du hast den Faible für Douglas und kriegst keine Zufahrt. Ich bin und bleib Lukas, schmerzlinderndes Coolpark. Einer, der zupackt, speit Feuer à la Glurak. Graffiti ist das, was auf den Zug passt. Alles ist zu krass, schlichtweg mir egal, was du machst. Am Textende will ich, dass der Clou passt. Das Ding ohne Fußnote wie ein Schuh passt. Ich versuch das, geruchsneutral ohne Duschstars. Auch wenn es nicht im Takt wuchert, lass ich mir helfen von der Zugkraft. Wenn mein eigenes Werk mir zusagt und wenn nicht, erscheint es fluchhaft. So wie das Leben einer einzigen. Die Jungs haben die Hip-Hop-Szene in Magdeburg 2019 gewaltig aufgemischt. Und sie sind heute bei uns live. Macht mal richtig Lärm für Kai, Marvin, Poncho, Richard, Rolle und Ole, a.k.a. Hopfen und Styles. Nix für den Umsatz, sondern Groove-Up. Seit der Loop an bring ich den Zusatz. Deine letzte Zugfahrt war ein Selfie an den Gleisen. Ich sag, du sparst zu diesen Handy-Leichen. Was geschieht, wenn der Mac zuklappt und Netze nicht reichen? Leben findet vor der Tür statt, darauf solltest du dich eichen. Scheiß auf Showtime, wir wollen lieber frei und dope sein. Wenn ihr jetzt mal quasi den Hip-Hop-Geschmack von einem Fan von euch beschreiben müsstet, und der mag auch Hopfen, was ist letztendlich denn der Style, den er feiert? Auf jeden Fall geht es, glaube ich, vor allem um die Locker- und Leichtigkeit. Also was uns auch viel aufgefallen ist, so was uns auch ein bisschen auf den Sack geht, ist viel Macker-Scheiß im Hip-Hop. Wir haben alle keine Autos in unseren Videos, ne? Also wir haben gar keine Videos, aber wir hätten auch keine Autos drin. Es ist jedem klar, dass hier schon bald das Ende naht. So wenig wie letztes Jahr, soll finde ich hier die Punches klar. Rappen nicht für den Mercedes-Benz, sondern dafür, dass ich jeder Chef vom Mercedes derselbe Zeit der Hack. Was ist für euch der Lifestyle des Hip-Hop? Auf jeden Fall die Gemeinschaft. Ja, im Großen und Ganzen auch Respekt zeigen erstmal allem und jedem gegenüber vielleicht. Nicht unbedingt Verständnis, aber auf jeden Fall Respekt. Ja, und auch irgendwie ein Bewusstsein, dass Hip-Hop nicht nur Rap ist. So, Rap ist halt ein Teil, Graffiti ist ein Teil, Breaken ist ein Teil, DJing und Beats bauen ist ein Teil. Und das soll auch immer so betrachtet werden. Die Sicht der meisten da draußen ist wie das Wetter benebelt. Du kriegst einen Text aus deinem Herz und wirst als Rapper gelabelt. Ich bin kein Rapper, er dacht, Digga, spring über die Schachbretter. Ich treffe den Tag besser, drum gönn dir den Abschmecker. Fick auf dein Klappmesser, mach nur einen Abstecher. In die Booth zu dem Booth, der schon so lang nach mir ruft. Wie kann man smooth reintauchen, kein Stress in JUSB. Ja, was bleibt uns denn noch zu sagen? Wir sind unendlich dankbar, dass ihr heute hier gewesen seid. Danke, dass ihr hier da wart. Danke an die Technik, natürlich auch an Zwiebel und Tom da hinten. Und vielen an unsere... Dank, danke. Sound war super. An unsere schöne Redaktion, die auch die Beiträge vorbereitet hat. Nochmal bitte dicken Applaus für Hopfen und Styles. Und damit sind wir raus. Danke, Jungs.